Der Trailer des neuen zu vermietenden Erweiterungspacks wurde nun offiziell veröffentlicht, dessen Details und sonstige Infos ich euch in dieser Trailer-Analyse zusammentragen möchte. Am Anfang kurz die Eckdaten. Zu vermieten ist die insgesamt 15. Erweiterung für The Sims 4 und wird am 7. Dezember erscheinen. Sie bringt die neue Welt Tomorrowland sowie Stadt, Duplex-Wohnungen, Apartments und mehr ins Spiel und bietet endlich die Möglichkeit, mit euren Sims einzubrechen. Jetzt aber zum Trailer. Hier erhalten wir erstmal ein paar Einblicke in die neue Welt, die unter anderem einen botanischen Garten und ein Tierschutzgebiet beinhaltet. Und um das schon mal vorwegzunehmen, Tomorrowland sieht meiner Meinung nach recht langweilig aus. Für mich ist diese Welt auf den ersten Blick eine Mischung aus Sulani, Brinderton Bay und San Sequoia. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich innovativ. Der thailändische bzw. südostasiatische Einfluss ist aber besonders am Hafengebiet spürbar. Die Sims haben wieder eine neue Begrüßung zu bieten. Diese Region wirkt für mich so, als würden die Sims hier direkt in Sulani planschen. Das Boot aus dieser Szene ist wie so oft nur Deko. Dafür gibt es für Kinder allerdings gleich zwei süße neue Gameplay-Interaktionen. Hüpfkästchen und mit Murmeln spielen, das sieht man später im Trailer nochmal gesondert. Für was könnte wohl die Karte der Simfrau in der Hand hier dienen? Die Sims haben mit dem Pack neue Dance-Moves gelernt, von denen fügen die Entwickler in letzter Zeit wirklich viele ins Spiel hinzu. Hier sehen wir nun den Bau der Apartments, die in jeder Welt integriert werden können. Diese Szene zeigt den Eigentümer-Sim, welcher eine Inspektion durchführt. Hierbei können auch Objekte wie der Wassererhitzer oder Sicherungskasten getauscht werden. Als Vermieter-Sim seid ihr nicht nur auf eine Wohnung beschränkt, sondern könnt hier direkt mehrere vermieten. Nachbarn können die anderen belauschen, ausspionieren und auch bei ihnen einbrechen. Als neues Gameplay-Objekt haben die Entwickler hier einen Reiskocher integriert. Was und ob dieser besonderes Gameplay zu bieten hat, ist derzeit aber leider noch unklar. Was wir bereits jetzt schon kennen, sind aber die neuen Merkmale. Insgesamt 5 Stück: neugierig, großzügig, peinlich und das Kind des Dorfes. Sowie das exklusiv für Senioren auswählbare Merkmal Weise können nun vergeben werden. Auch 4 Bestreben werden hinzugefügt: neugierigste Geheimnissucher, 5-Sterne-Eigentümer, tomarangische Quelle des Wissens oder anspruchsvoller Anwohner sind hier auswählbar. Hoffentlich auch wieder mit 4 vollständigen Stufen. Als neue Angst können die Mieter-Sims sich wegen Fehlverhaltens vor einer Räumung fürchten. Hier sehen wir den Abendmarkt in Aktion, auf dem die Sims ebenfalls neue Gerichte wie Tofu Pad Thai, burmesische Samosa-Suppe und mehr probieren können. Dieser Sim im Hintergrund lässt wohl gerade ein Lampion steigen, was ich persönlich eine super niedliche Interaktion finde. Bevor wir bei einem Sim einbrechen, macht es Sinn, ihn außerhalb seiner Wohnung auszuspionieren. Dann kann man ebenfalls selber einbrechen. In der nächsten Szene sehen wir eine Hocktoilette, die im asiatischen Raum viel benutzt wird. Dem Sim, dem sie gehört, scheint allerdings die Hygiene eben dieser ziemlich egal zu sein. Alles ist voller Schimmel, welcher übrigens auch eine neue Todesart, die man hier sieht, darstellt. Auch die Wohnung kann von Insekten befallen werden. Als Geist können unsere Sims wohl andere mit Schimmel anpusten, eine super ekelhafte Interaktion. Was interpretiert ihr in diese Geldinteraktion hinein? Es scheint wohl etwas mit Bestechung zu tun zu haben. Ansonsten ist mir in der letzten Szene noch dieses kleine Gefährt besonders aufgefallen, mit dem man wohl nicht interagieren werden kann. Sonst hätte man das bestimmt im Trailer gesehen. In den Zelten scheint ebenfalls etwas zu Verkauf zu stehen. Damit wären wir auch am Ende des Trailers angekommen. Wenn ihr bis zum 18. Januar bestellt, erhaltet ihr noch diese 3 kleinen Objekte im Baumodus, meiner Meinung nach nicht wirklich relevant. Bei Instant Gaming in der Beschreibung könnt ihr bei meinem Gewinnspiel derzeit ein Pack nach Wahl gewinnen und auch bald auf Zuvermieten ordentlich sparen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.